ist quellensicher, Jackson liegt nun wirklich im Sterben. Das Leben von Jackson, 89, neigt sich offenbar dem Ende entgegen. So befindet sich der an Krebs erkrankte Vater von Pop-Titan Michael Jackson 50, anscheinend nicht auf dem Weg der Besserung, wie zuletzt einige Medien berichtet hatten. In einem Monat wird der Musikmanager 90 Jahre alt, seinen Geburtstag hatte er eigentlich zu Hause in Las Vegas feiern wollen. Ob es dazu kommen wird? Muss momentan im Krankenhaus bleiben und sein Zustand scheint sich stetig zu verschlechtern. Das Jackson-Oberhaupt hat Krebs im Endstadium. Ein Insider verriet nun TMZ, dass sich der elffache Vater mit jedem Moment schwächer fühle und keine große Hoffnung mehr auf eine Genesung bestehe. Es ist jetzt ein Geduldsspiel und das Ende könnte jederzeit kommen, erzählte der Promi-Experte dem Magazin. Dementsprechend würde sich auch immer mehr Angehörige um Löwe versammeln, um seine letzten Tage noch mit ihm verbringen zu können. Mittlerweile hat der Musikproduzent auch mit seinen Familienmitgliedern Frieden geschlossen, denn nach dem Tod von herrschte in dem Clan lange Zeit eine durchwachsene, streiterfüllte Stimmung. Löwes Angehörige sollen sich seit dessen Krebserkrankung sogar rührend um ihn gekümmert haben.